So. Müssen wir mal was ausprobieren, und zwar Gebetsschläge. Warum nicht gleich wieder einsteigen können? Ich meine, der steht da doch. Das heißt, sobald ich in der Nähe bin, los geht's. Aber wahrscheinlich wollen die einem keinen Vorteil verschaffen, dass man einfach draufhauen kann. Genug geredet. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Halte dich nicht zurück! Klar, sowas ignoriert er komplett. Die Eltern sind absolut. Ihr Wille muss befolgt werden. Doch ich fühle Gehorsam. Das ignoriert er halt komplett, ne? Ja, das habe ich für ihn versaut. Oh. Letztendlich warst du nicht mehr als ein erbärmlicher, streunender Hund. Armlehne runter. Armlehne runter. Mehr Freiheit. Freiheit für die Arme. Wie mache ich jetzt den am gescheitsten? Den brauche ich eigentlich gar nicht töten, aber... Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Soll ich vielleicht eher Nebelraben benutzen? Also für einen Schlag so viele Ebleme zu benutzen, ist auch scheiße. War... Genug geredet. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Halte dich nicht zurück! Oh oh. Ich habe das falsche Ding ausgerüstet. Ach, Ichimonji doppelt. Das jetzt. Meine Haltung regeneriert sich nicht. Meine Haltung. Jetzt ist es weg. Aber die Haltung bleibt so. Weil da meine Haltung bricht, ist die Sache vorbei, kannst du sagen. Erstens, die Eltern sind absolut. Ihr Wille muss befolgt werden. Doch ich fühle ungehorsam. Warum? Letztendlich warst du nicht mehr als ein erbärmlicher, streunender Hund. Ich muss in seiner Nähe bleiben, aber seine Angriffe zu kontern ist echt schwer.
Bei so einem Spiel bin ich immer froh, dass ich keine hohe Abonnentenzahl habe. Was denkst du, wie viele da drunter will? Ich bin furchtlich, ich hab die beim ersten Mal geschafft. Ich hab die mit zwei Schlägen gekillt. Oh Mann, wie viel verbraucht eigentlich? Zwei. Angefangen, Feinde zum Umdrehen zwingen. Der hinfortgezauberte kann leicht zurückkehren. Das heißt jedoch, dass man nur einmal zurückkehren kann. Beim zweiten Mal gibt es keine Rückkehr. Entfessel die Winde und Feinde, um sie plötzlich von dir wegzu. Mit dem Bild vielleicht und dem Wirbel. Ich glaube nicht, dass das oben bei dem wirkt. Das wird mich jetzt ja wundern. Ah, super. Genug geredet. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Halte dich nicht zurück! Ach komm schon. Da der hat dann auch erstens, nicht mehr ein bisschen. Die Eltern sind absolut. Ihr Wille muss befolgt werden. Doch ich fühle ungehorsam. Letztendlich warst du nicht mehr als ein erbärmlicher, streunender Hund. Ey, der ist zu heftig, Mann. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Der bringt halt deine, die Parry-Leiste bringt er halt so schnell runter, dass er dich mit den ganzen riesen Angriffen. Ich dachte eigentlich, das finde ich behindert. Normalerweise, wenn du sowas parryst, Alter, dann müsst du doch das nicht mehr so viel abziehen. Fähigkeiten erwerben. Das eigentlich steigert die Wirkungsdauer von buddhistischem Konfekt. Sempo-Sprung, der bei einem wiederholten Angriff einen Sprung beginnt. Macht erfüllte sterbliche Klinge. Ein Geheimtechnik mit der versterblichen Klinge verbraucht Geisterprobleme. Brauche ich aber das dazu? Ist da noch irgendwas? Übersprung. Flugkampfkunst. Warte mal, ich bräuchte bloß noch einige. Ich habe die Angriffskraft-Ding noch von der verstorbenen Nonne. Und wir brauchen nur noch eine Gebetsperle. Versunkenes Tal, Tal und im Schrein. Da ist der affige Tiefen von Ashina. Hochzeitshöhlentür. Wo war denn das? Ashina Umland? Ne, es war schon.
Tiefen von Ashina. Ja, genau, da war das. Ah, doch, die Flasche habe ich, Die ist gegen Grauen. Dann müssen wir mal schauen, der Typ ist hinter mir, oder? Ah, Mist. Nein, nicht mehr. Reisen. Tiefen von Ashina. Hä? Bescheuert, oder? Hä? Nee, das ist die Kanonenfestung Spalthöhle. Bin ich jetzt blöd? Es ist oben, das ist da. Da, bodenloses Loch, meine Fresse. Ich dachte schon, hä? Weil wenn ich noch eine Gebetsperle kriege, habe ich jetzt mehr Angriffskraft plus noch eine Gebetsperle. Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit, versuchen, den Kopflosen umzulegen. Den da will ich haben. Scheiße. Ich hab nicht gesehen, dass das Ding weg ist. Ich habe ja noch was dafür. Beruhigungsmittel.
Nein, 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 nein. Schaffen. Ich kann auf jeden Fall schaffen. Wo ist meine Mauer? Komm schon. Oh, ich kann mich noch wiederbeleben. Ja. Hä? Ursprünglich wurde dieses Tando bei einem rituellen Opfer an den Drachen benutzt, bei dem ein Emblem aus der eigenen Lebenskraft geschnitten und auf dem Urkel Wasser treiben gelassen wurde. Die Klinge ist ein Warnnamen eingraviert. Ergebene Seele. Ich hab ihn besiegt. Alter Schwede. Da oben ist das. Konnte ich da oben vorher schon auf? Ich glaube nicht. Mibu-Ballon der Seelen? Was ist da hinten? Hier liegen die Vasallen des Ashina-Clans, hingerichtet nach den großen Rebellionen. Möge ihre Seelen ruhen. Oh. Hey, mein Freund. Warte mal, ich bin hier unten in diesem Zellending. Mein lieber Shino, die Details beginnen an. Okay. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Aber jetzt habe ich die Gebetsperle.
Bis zum letzten Ding halt, ey. Ich hab mit dem letzten Angriff alles riskiert. Warte mal, ich hab keine Gebetsbälle bekommen. Wow. Jetzt fühle ich mich leicht verarscht. Ja. Das ist doch scheiße, aber... Ach ja, stimmt, da haben wir wieder einige die Asche voll, ne? Brauchst du? Ist das ein neues Prothesemodul? Dann ein du find... Hä? Ist das eine... Dolch mit blendenweißer Klinge und Griff. Kann Vitalität in Geisterembleme umwandeln. Ursprünglich wurde dieses Tando bei einem rituellen Opfer... Ja, genau. 3 von 3 Anwendungen. Ach, das ist wie die Kürbisflaschen. Ich weiß ja auch noch, wo ich noch 2 kaufen kann. Seid gewollt. Der hat ja eh nichts Neues. Kürbissamen ist weg, 2 Tropfen Drachenblut hat er auch noch. Ja. Bis zum Dann müssen wir jetzt wohl doch diesen dämlichen Scheiß Fuzzi da machen. Hier. Diesen kopflosen Penner. Sheet. Ja, aber dann haben wir alles gemacht danach, ne? Aber ich weiß immer noch nicht, wofür ich jetzt eigentlich das Schlangenzeug da hab. Das vertrocknete Herz und das frische. Das war schon geil, wenn wir die Schlange erledigt haben. Da fühlte ich mich sehr gut. Zur Hölle bin ich hier. Außer bei so einem Drecksvieh. Okay. Hier unten ist doch... Ja, genau. Da hinten ist der...